Ja, es ist wieder mal soweit, wir müssen über Feuerstähle sprechen. Und zwar die zwei Feuerstahl-Rohlinge, die es bei mir im Sortiment gibt, nämlich den kleinen und auch den größeren. Und wenn du wissen willst, was das ist, was für was ist und vielleicht auch ein paar Tricks zum Feuerstahl bedienen sehen willst, da bleib dran. Hallo und willkommen, das ist der René Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier vom wunderschönen Buschkraftareal auf Val d'Olabate, von meinem Greenscreen hier in meinem Waldstudio. Schön, dass du dabei bist. Ich habe diese zwei Teile bei mir im Shop und wir kriegen immer wieder mal Anfragen, wie das zu verstehen ist und wie man den einsetzt. Und das mag ich dir jetzt zeigen. Fangen wir beim Kleinen an. Der Kleine ist eigentlich der Ersatzfeuerstahl für mein Survival Multitool. Das ist natürlich alles billigste Eigenwerbung, es ist einfach so. Gebt da unten den Link in meinen Shop, wenn ihr das interessiert. Dieser Feuerstahl ist klein, leicht, kompakt, aber ja, den kann ich zwar immer dabei haben, aber Feuer machen ist mit dem möglich, wenn alles gut geht. Das heißt, ich habe guten Zunder, ich habe trockenen Zunder, der ist leicht entflammbar, ich habe nicht ein Problem, es ist nicht kalt, meine Hände sind nicht zittrig. Also eigentlich dann, wenn es eh okay ist. Wenn es aber so richtig unangenehm, grausig und schier wird und ich vielleicht Zundermaterial habe, das nicht so toll ist und ich keine Tampons mitgenommen habe oder keinen Notfallzunder mitgenommen habe, dann ist dieses Ding das Mittel der Wahl. Warum, werden wir gleich sehen. Bevor ich jetzt ein paar, unter Anführungszeichen, Tricks beim Feuerstahl herzeige, eine Sache. Es gibt eine Erfindung, die diese ganzen Feuerstahlscheißer da, habe ich das jetzt gesagt oder gedacht, nein, diese Feuerstahl-Dingsbums total obsolet macht, und zwar ist das hier. Ein Feuerzeug. Übrigens ein Big-Feuerzeug, ja? Qualitativ hochwertig. Ich habe nichts gegen Feuerzeuge, ich habe das schon einmal in einem Video gesagt. Ich finde Feuerzeuge genial, weil du hast gleich von vornherein eine Flamme, eine kleine Flamme. Das heißt, du kannst einfach viel schneller agieren und kannst Materialien anzünden, die du mit dem Feuerstahl nicht so einfach in Gang kriegst. Harz zum Beispiel, ne? Baumharz kann ich mit dem hier gut entfachen. Da muss ich mir anstrengen, da muss ich mir was überlegen. Geht auch, aber nicht so einfach. Das ist mir bewusst. Aber weißt du, was der große Unterschied zwischen dem hier und dem hier ist? Ja, okay, bei dem verdient der Reini ja Geld, wenn er das kauft, weil Feuerzeuge hat er nicht. Wobei, ist halt so. Das kostet 2,50 Euro und der kostet viel mehr. Es kann leer werden, es kann ausgehen, es funktioniert nicht in jedem Temperaturbereich. Wenn es nass wird, ich weiß, dass man es ausschütteln kann, ja, aber mitunter kann auch das Probleme geben, muss nicht sein. Besonders wenn es eines mit einem Rädchen ist, ist das okay. Man kann auch, das ist mir auch bewusst, wenn kein Gas mehr ist, trotz alledem hier mit Funken das eine oder andere tun. Das ist mir alles bewusst, alles okay. Machen wir auch bei meinen Survival-Trainings. Aber trotzdem, das Ding funktioniert immer. Da ist es auch egal, ob es windig ist, sondern Wind ist sogar gut, weil es durch den Funken, der hier entsteht, den Zunder noch extra anzündet. Kalt, heiß, nass, trocken, immer ein paar tausend Mal. Und es macht Spaß. Nachteil? Kostet vielleicht ein bisschen mehr. Der Zunder muss etwas aufbereitet sein. Aber das ist die Frage. Und wenn du jetzt hergehst und eine Kombination wählst in deinem Survival Kit zwischen den beiden, dann wirst du glücklich werden. So sehe ich das. Gut, dann wollen wir uns einmal die Feuerstahlbedienung anschauen und das Wichtigste ist eigentlich, dass der Striker scharf ist. Also ich nehme da jetzt zum Beispiel von einem Victorinox Messer, übrigens ein unbekanntes Victorinox Messer, ich weiß das nicht, schau beim i am Reini Rossmann Messerkanal, da habe ich das vorgestellt und weiß nicht welches es ist, aber auf jeden Fall, die Säge kann man sehr gut benutzen, um hier Material abzuarbeiten, und dieses Abarbeiten von dem Material ist einfach so großartig, dass man auch Zunder ankriegt, der vielleicht etwas feuchter ist. Also dieser Feuerstahl hier ist einfach absolut abartig. Für Anfänger, für Kinder, ich habe das eh schon einige Male gesagt, ist das genau die Lösung. Ja, ich weiß, dass es Leute gibt, die sagen, ja, das kommt aus Asien und das ist grauslich und CO2 und Klima und alles und sowieso und überhaupt. Und das mag alles richtig sein, aber es gibt halt auch
ein richtig schönes 100.000 Mal Feuer machen. Ist einfach irrsinnig schön. Und wenn ich da jetzt weitermachen würde, würde wahrscheinlich der Hackstock brennen. So, das ist der große. Wirklich super. Kinder, Anfänger, wirklich perfekt. So, der kleine ist natürlich kleiner. Aber das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt dabei ist, dass der etwas mehr Liebe braucht. Und du siehst, da gehen auch schön die Funken ab. Aber natürlich nicht so massiv, weil er auch weniger Material ist. Das Geheimnis, das ich mitgeben kann, es gibt eine ganze Menge von Feuerstahlgeheimnissen, die ich aber hier alle nicht lüfte, ist, dass du nicht so machst, so auf die Schnelle, sondern aufsetzen und maximalen Druck und langsam nach unten. Geht besonders bei den Asiatischen sehr, sehr gut, weil die schön weich sind. Und dann, wie du das jetzt gesehen hast, so richtig ein schönes, genau, runterziehst und dann ja, den Zunder entfachst. Besonders bei, ja, auch Feuchten geht das wunderbar. Ich will mich jetzt gar nicht wiederholen, ich habe das in einigen Videos schon gesagt. Lange Rede, kurzer Sinn. Diese Teile sind meiner Meinung nach ideale Survival-Ausrüstung gemeinsam mit einem Feuerzeug und gehören einfach dazu. Und das ist auch ganz wichtig, das hier ist ein Instrument, auch wenn das viele einfach oder einige nicht sehen wollen, um Zunder zu verstehen, um Feuer machen zu verstehen, um natürlichen Zunder zu verstehen. Und das ist auch wichtig, wenn du mit Anfängern arbeitest, besonders wenn du eine Trainerausbildung oder sonst irgendwas, Survival Trainer, Bushcraft Trainer, Pfadfinder Trainer oder sonst irgendwas bist. Übrigens, gibt doch eigene Ausbildungen von mir. Das ist billige Eigenwerbung, das ist ganz klar. Also wenn dich das interessiert, dann melde dich bei mir. Aber der Punkt ist, die Frustrationstoleranz kann man mit Anfängern damit ausreizen. Mit dem hier nicht, da geht es relativ gut. Aber wenn du jemanden sigieren willst und seine Frustrationstoleranzgrenze ausloten willst, dann gibst du einen kleinen und ein feuchtes Laub oder halbfeuchtes Laub und schaust, wie lange es braucht, wie viele Minuten, kannst du auf die Uhr schauen, wie viele Minuten es braucht, bis die Person auszuckt. Und dann erkennst du die Frustrationstoleranzgrenze. Das war's jetzt. Schreib mal einen Kommentar. Ganz wie du magst, natürlich ganz klar. Billige Eigenwerbung, ich gebe dir den Link in meinem Shop zu dem Ding. Abo da lassen, da geht es direkt zum Großen oder zum Kleinen, werden wir sehen. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Es hat mich gefreut und noch ein kleiner Blick hier ins wunderschöne Buschkraftareal auf Aldo Labadé. Dein Reini Rossmann. Bis bald und ciao.